Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video aus der Hardware-Redaktion von GameToGether.de. Heute möchten wir euch den ersten Umbau für unser PC-Projekt 2019 präsentieren. Wir haben euch ja in den vorherigen Videos schon einige Produkte vorgestellt, unter anderem die Grafikkarte, den Wasserkühlblock plus die Backplate, Netzteil, AlphaCool-Produkte und so weiter und so fort. Und da wir mit den Sachen natürlich durch sind, möchten wir jetzt euch noch zeigen, wie leicht es eigentlich ist, den Kühler der Faunus Edition zu demontieren und am Ende einen Wasserkühlblock draufzuschrauben. Wir fangen einfach mal direkt an. Wenn so ein paar Sachen gibt, wo ihr auf jeden Fall besonders darauf Acht geben müsst, werde ich euch das genauer zeigen. Wir fangen erstmal an mit der Demontage des Faunus Edition Kühlers. Und zwar werden wir unsere Reise auf der Rückseite der Grafikkarte starten. Hier gibt es denn doch einige Schrauben, die wir dafür entfernen müssen. Wir werden dafür mal ein bisschen runtergehen noch, damit ihr das besser sehen könnt. Ich denke, so passt es noch ein bisschen besser. Wir haben hier drei verschiedene Schraubenarten. Halt die normalen, die quasi für die Stabilität der Chips dann halt sorgen, also des Kühlers für den Anpressdruck auf dem Chip. Wir haben hier hinten noch, da wird das Shield mitgehalten und haben wir ganz, ganz viele kleine Schrauben, mit der lediglich die Backplate festgeschraubt wird. Und diese lösen wir jetzt auch als erstes. Und wie gesagt, das sind, ich glaube, 14 Stück oder so. Schauen wir einfach mal. Wie man sieht, das sind dann doch schon einige Schrauben. Als nächstes lösen wir die beiden etwas größeren Schrauben. Als nächstes könnten wir jetzt direkt vom Chip die lösen. Da gibt es natürlich unterschiedliche Möglichkeiten. Wir können natürlich jetzt auch direkt als erstes die Backplate schon lösen, weil die müsste jetzt hier schon komplett abgehen. Genau. So, relativ viele Wärmeleitpads. Auf jeden Fall sehr, sehr löblich, dass Nvidia hier auch wirklich Wärmeleitpads zwischen Grafikkarte und Backplate montiert. Ist zwar relativ dünn, aber es hilft natürlich immer noch ein bisschen, das Ganze etwas kühler zu halten. Und wie gesagt, wir haben das ja schon getestet. Wir haben einen Benchmark-Marathon gehabt, da haben wir die Karte bei 100% betrieben. Die war natürlich relativ laut, zwar immer noch leiser als die 10er-Serie von der Faunus Edition oder die 9er-Serie. Allerdings beim Zocken haben wir ganz normal einfach die automatische Regulierung das Ganze machen lassen. Und in diversen Titeln ist die Karte doch deutlich über 80 Grad gestiegen. Und wenn man sich jetzt vorstellen würde, dass diese ganzen Wärmeleitpads zur Backplate nicht existieren würden, wäre das Ganze wahrscheinlich noch etwas wärmer und nicht unbedingt gerade gesund für die gewissen Komponenten. Wenn man jetzt hier mal schaut, da drunter auf der anderen Seite, müssen wir gleich mal gucken, ob da Spannungswandler oder MOSFETs verbaut sind. Wie gesagt, weiß ich jetzt so nicht. Ich habe die Karte noch nicht auseinandergebaut. Werden wir aber gleich sehen, wenn wir auf die Vorderseite des PCBs schauen. So, bevor wir jetzt hier allerdings den Kühler direkt lösen, damit wir dann auch quasi das ganze Konstrukt abmachen können, seht ihr wahrscheinlich jetzt schon, dass wir nicht nur diese vier Schrauben haben, sondern wir haben hier noch ein Hexagon, ein paar Hexagon-Schrauben, die wir halt auch lösen müssen. Das passende Werkzeug dafür, falls ihr keines haben solltet, ist es gar kein Problem. Wenn ihr jetzt zum Beispiel von Fentex einen Kühler verwendet, wird das Ganze mitgeliefert. Und zwar hole ich das mal kurz raus. Kurz anheben hier. Genau. Wie gesagt, hier habt ihr den passenden
Schrauber dafür. Ich werde aber auch gleich mal gucken, ob wir in unserem Schrauberkasten dafür auch das passende haben, weil hier kriegt man natürlich nicht wirklich viel Kraft drauf und es gibt bestimmt die eine oder andere Schraube, gerade hier in Chipnähe, die werden relativ festgezogen sein, aber wie gesagt, da kommen wir gleich zu. Ich empfehle euch als nächsten Schritt erstmal hier von den ganzen Grafikkartenanschlüssen die Schrauben zu lösen, denn das Bauteil muss auch ab, weil wie man sieht, hier sind einige Schrauben befestigt und die sind auch dementsprechend hier dort mit verbunden und das gehört halt zum Teil der Vaport Chamber. Dementsprechend geht die Reise mit den Schrauben weiter. Wie gesagt, es sind einige Schrauben, die man doch hier im Gesamten demontieren muss. So, wie gesagt, die Schrauben hier müssen halt auch komplett raus. Die sind ein bisschen schwieriger rauszudrehen, weil die vom Kopf her doch einen relativ kleinen Aufsatz benötigen. Man sieht es schon, also der hier ist schon eigentlich viel zu grob dafür. Was man halt machen kann, man nimmt halt einen etwas anderen, der ist zwar noch größer, aber die Spitze ist relativ fein. Wir haben das jetzt einfach mit dem größeren einfach mal kurz ein bisschen mit Kraft runtergedrückt. Ja, also richtig schön rauf und dann gedreht, schon angedreht. Weil wie gesagt, diese Schrauben hier zu lösen ist wirklich Katastrophe. Wenn man da nicht wirklich genau den passenden Schrauber für hat. Ich habe jetzt auch schon im Kasten geguckt, ob ich da noch einen etwas besseren habe, aber die sehen alle auch leicht zu groß aus. Deswegen müssen wir das einfach so machen. So, dann nimmt ihr diese Abdeckung ab und dann sieht das Ganze so aus. Ja, und jetzt können wir uns auch dem restlichen Konstrukt widmen. Hier schauen wir jetzt einfach mal. Ja, da können wir auch den nehmen, das ist schon mal gut. So, so. So, wir müssen also jetzt diese vier Schrauben lösen. Hier auf jeden Fall darauf achten, dass ihr nicht direkt eine Schraube löst, die nächste komplett löst und dann immer so weiter, sondern immer ein bisschen. Wieder ein bisschen einfach, um auch ein bisschen, sag ich mal, ein wenig die Spannung aus dem Ganzen rauszunehmen. Weil, wie gesagt, löst ihr eine zu dolle, habt ihr halt einfach das Problem, dass das halt verkanten kann. Dann habt ihr auf einer Seite des Chips zu viel Spannung und schon kann es passieren, dass ihr eure Karte kaputt macht. Das möchte natürlich keiner. Wie gesagt, wir haben schon gesagt, Werkzeug ist von Fantex mit dabei. Wie gesagt, Hexagon, also sind 6-Kantschlüssel. Ihr könnt allerdings auch ganz normal 8 nehmen, wenn die passende Größe dabei ist. Das Problem ist, ja gut, die hier ist relativ locker. Wir werden einfach mal schauen. So, die sind jetzt soweit alle gelockert, dass wir die jetzt auch so rausschrauben können.
So, wir kommen dem Ganzen auch schon ein wenig näher. Jetzt heißt es noch hier diese Schrauben lösen. Wie gesagt, wir haben die ja eben schon ein bisschen lockerer gemacht, damit wir einfach nicht diese Spannung auf dem Chip haben. Und das war es dann jetzt eigentlich auch schon. Jetzt müssten wir eigentlich den Kühler komplett abnehmen können. Müssen wir mal gucken, auf welcher Seite das Kabel ist. Das wird wahrscheinlich auf der Seite hier sein. Schauen wir einfach mal. Puh. Wie gesagt, immer ein bisschen gucken, nicht einfach reißen. Wie gesagt, PCBs sind sehr, sehr empfindlich. Lieber gucken, dass ihr an verschiedenen Stellen mal so ein bisschen runterkommt. Mit dem Finger ein bisschen was lösen. Weil die ist echt... Ah, jetzt haben wir es. Da war der letzte Akku. Da ist auch so viel Wärmeleitpaste und Thermalpads mit drunter, da wundert mich das nicht. So, hier oben ist noch ein Kabel, da. Das müsst ihr natürlich auch lösen. So. Ah, das ist eine ganz schöne Sauerei. So. Hier die ganzen Thermalpads, die so ein bisschen am PCB hängen geblieben sind. Machen wir mal hier weg. So. So, das ist dann auch schon die GeForce RTX 2080 Ti in der Founders Edition, nackt, komplett ohne Kühler. Ein ganz schönes Stück Technik. Wie gesagt, wir werden jetzt erstmal die ganzen Wärmeleitpads runternehmen. Das hier, ja, das ist fast schon wie so eine Wärmeleitpasta-Art. Wir werden jetzt gleich noch ein bisschen mit Reinigungsbenzin diese ganzen Stellen dann auch reinigen. Für euch dann wieder im Schnelldurchlauf. Und wenn wir dann weitermachen mit der Montage des Wasserkühlblocks, sehen wir uns auch gleich wieder. Die wichtigste Komponente, die ihr jetzt eigentlich zum Reinigen benötigt, sind natürlich eure Finger. Ihr könnt natürlich jetzt auch ein Skalpell benutzen, aber da müsst ihr halt wirklich, wirklich richtig, richtig aufpassen. Wenn ihr jetzt hier zum Beispiel vorsichtig die ganzen Pads runternehmen wollt, geht das natürlich auch damit. Wir werden das jetzt mit den Händen machen. Einfach Safety first. Wie gesagt, die Karte ist teuer genug, muss man jetzt nicht riskieren, dass irgendwas kaputt geht. Wie gesagt, hier der Kühler. Wir haben jetzt ungefähr 30, 40 Schrauben losgelöst und wie man sieht, hier gibt es noch einige mehr. Also wenn man wirklich das komplette Kühlkonstrukt noch demontieren möchte, ja, ist das etwas extrem und aufwendig. Benötigen wir jetzt allerdings nicht. Darüber hinaus empfiehlt es sich, Wattestäbchen zu haben, noch Küchenrolle, Toilettenpapier, Stofftuch, einfach um gleich noch die Wärmeleitpaste runterzunehmen. Reinigungsbenzin, damit ihr auch wirklich die kompletten Kontaktflächen danach noch reinigen könnt. Wie gesagt, es müssen neue Wärmeleitpads drauf und da sollen natürlich auch keine Kleberreste noch auf den Chip sein oder sonstiges. Wenn ihr da jetzt zum Beispiel so, ich mache das jetzt mal hier so, zack, jetzt habe ich ja mit dem Finger drauf gefasst, müsst ihr auf jeden Fall mit Reinigungsbenzin am Ende drüber gehen. Wir machen jetzt aber erstmal die kompletten Wärmeleitpads hier runter. Wie gesagt, die können jetzt auch alle weg. Die werden alle komplett getauscht. Bei den leicht mit einem grünen Stich versehenen Wärmeleitpads, die kommen alle runter. Müssten sie zumindest. Wir können ja einfach mal nachschauen. Wir haben ja hier, wie gesagt, die tolle Bedienungsanleitung. Und hier oben, ich zeige euch das mal ganz kurz. So. Hier seht ihr die Wärmeleitpads, die mitgeliefert sind. Die sind auch vorgeschnitten, auch wenn es auf den ersten Blick nicht so danach aussieht, aber werdet ihr ja gleich sehen. Und hier seht ihr halt genau, wo ihr dann quasi Wärmeleitpads aufbringt. Hier drüben werden keine drauf kommen, da dort auch kein Full-Cover-Block drauf sitzt. Wie gesagt,
relativ simpel. Wir machen jetzt weiter. Für euch geht es jetzt im Schnelldurchlauf erstmal bis zum Ende der Reinigung weiter und dann sehen und hören wir uns wieder in der normalen Geschwindigkeit. So, das war's dann eigentlich auch schon. Karte ist jetzt soweit vorbereitet, dass wir die neuen Wärmeleitpads aufkleben können. Wir können hier nochmal ganz kurz ein bisschen Chip, da ist noch ein kleiner Fleck in der Ecke. So, genau. So sieht das Ganze jetzt schon viel, viel besser aus. Jetzt glänzt es schön. Man sieht jetzt auch schon direkt wieder hier die Kamera. Ja, also das Ding ist jetzt picobello sauber, die ganzen VRMs, MOSFETs, Spannungswandler, alles ist komplett befreit von den Resten. Und jetzt einfach, auch wenn ich weiß, wie es geht, das ist die Backplate, die brauchen wir jetzt noch nicht, habe ich ja gesagt, dass ich euch das kurz zeige, wie gut und einfach das einfach gelöst ist von Fentex. Wie gesagt, ihr habt hier zwei Modelle, einmal die 2080 unten und einmal die 2080 Ti. Und hier befinden sich immer Zahlen, ne? 3, 3, 3, 3, 3, 3. Hier einmal eine 4 und noch 5, eine 1 und eine 2. Und hier ist dann quasi, oh Moment, hier ist dann quasi auch bebildert mit der Zahl jeweils drin, wo welches Wärmeleitpad hingehört. Das sind dann quasi zum einen einmal das große. Und zwei etwas kleinere. Wir werden jetzt auch mit den etwas kleineren anfangen. Das heißt, wir haben zwei rote. Dementsprechend ist das hier. Ne? Und das hier ist jetzt die Nummer 5. Ja? Das ist das kleinste von allen. Dann gibt es halt die Nummer 2 und wie gesagt, alles weitere ist dann wie gesagt hier über das hier. Dementsprechend nehmen wir jetzt hier die Nummer 5. Man schaut dann hier, wo quasi die Nummer 5 hin soll und das sind hier ganz außen die. Ist also relativ einfach gemacht. Ihr nehmt einfach das Pad, zieht die Schutzfolie ab. Zumindest auf einer Seite schon mal. So, geht jetzt hier zu der Stelle, wie sie dort markiert ist. Das heißt, wir haben hier ja das Pad für die Nummer 5 und gehen quasi neben den MOSFETs auf die zusätzlichen Spannungswandler mit drauf. So, das war es dann eigentlich auch schon. Die Schutzschicht auf der anderen Seite machen wir erst ab, wenn alle weiteren Wärmeleitpads aufgetragen sind, damit einfach auch kein Staub da drauf kommt. Weil wie gesagt, es wird jetzt natürlich ein paar Minuten dauern, bis alle Wärmeleitpads drauf sind. Für euch geht das Ganze jetzt im Schnelldurchlauf weiter. Und dann sehen wir uns gleich mit der Montage des Wasserkühlblocks und der Backplate wieder zurück.
So, man sieht, es sind schon wieder ein paar Pads runter. Wir haben eben gerade schon mal kurz den Kühlereimer Probe gesetzt. Die meisten Pads kleben jetzt hier auf der Seite. Ist aber, wie gesagt, nicht weiter schlimm. Wichtig hier noch, auch hier einmal mit Reinigungsbenzin vorher drüber. Und dann kann das jetzt eigentlich auch direkt zur Endmontage übergehen. Wir benötigen natürlich jetzt noch ein bisschen Wärmeleitpaste. Wir hatten zuerst überlegt, ob wir Flüssigmetall nehmen, werden jetzt aber erstmal für den Probelauf noch im alten System erstmal Thermal Grizzly Cryonaut benutzen. Das ist eigentlich so das Beste, was ihr bekommt auf dem Markt von der Wärmeleitfähigkeit. Und die tragen wir jetzt noch auf. Und danach kommt der Kühler drauf und dann werden wir das Ganze testen im Wasserkühlkreislauf. Das werdet ihr dann halt nicht sehen. Den endgültigen Test machen wir natürlich dann, wenn wirklich das Endprodukt fertig gebaut ist, also sprich unser PC-Projekt 2019. Das wird, wie gesagt, noch ein paar Tage oder Wochen dauern, zumindest für euch. Wenn ihr dieses Video hier seht, sind wir natürlich wahrscheinlich schon fast durch mit dem Zusammenbau. Wie gesagt, seid auf jeden Fall gespannt, das Projekt wird richtig monströs. Und ja, wie gesagt, Wärmeleitpaste nehmen. Hier gibt es natürlich wieder diese typischen Unterschiede, wie man das Ganze aufbringt. Wir brauchen hier auch relativ viel. Der Chip ist relativ groß im Vergleich zu der 1080er zum Beispiel. So. Es gibt von Thermal Grizzly halt extra so einen Aufsatz, womit man das dann auch vernünftig verschmieren kann. Ich habe eigentlich gehofft, dass irgendwo anders noch das andere Tool dafür da ist, aber das finde ich jetzt gerade auf die Schnelle nicht. Dementsprechend machen wir das jetzt einfach damit. Das wird dann auch schon irgendwie funktionieren. Ja, ihr seht, die Wärmeleitpaste ist jetzt schon aufgetragen. Das ist leider gerade der erste Akku leer gegangen. Aber viel habt ihr ja jetzt, wie gesagt, nicht verpasst. Ihr habt ja schon gesehen, wie ich die Wärmeleitpaste angefangen habe aufzutragen. Das Ganze ist jetzt soweit verschmiert. Was man halt jetzt noch machen kann, man kann halt hier an der Seite das Überstehende halt noch wegmachen. Müsst ihr jetzt nicht unbedingt machen. Wie gesagt, diese Wärmeleitpaste ist nicht leitfähig. Dementsprechend braucht ihr euch da eigentlich auch gar keine Sorgen machen, wenn da ein bisschen was daneben geht. Das ist gar kein Problem. So, als nächstes werden wir jetzt den Grafikkartenkühler montieren. Und da bin ich auf jeden Fall gespannt, ob das reibungslos funktioniert. Der einfachste Schritt ist, ihr nehmt die Karte in die eine Hand, nehmt den Kühlblock in die andere, guckt natürlich, dass das direkt richtig rum ist, in dem Fall so. Und dann könnt ihr, wenn ihr das zusammensetzt, auf die Verschraubung achten. Aber wenn die bündig hier aufliegen, dann passt das Ganze. So sieht das eigentlich ganz gut aus. Ja. Könnt ihr das Ganze hinlegen, noch mal ein bisschen nachkorrigieren. Ja, das sieht ganz gut aus. So sieht das Ganze dann aus. Wir werden das jetzt erstmal festschrauben. Am besten nehmt ihr euch da noch den Karton zur Hilfe. Wenn ihr das auf den Boden legt, dann könnte es sein, dass es verkantet. Deswegen machen wir das einfach hier so schön rüber. Dann passiert da auch gar nichts. Und wir müssen jetzt quasi wieder fast alle originalen Schrauben reindrehen. Zumindest einige davon, nicht alle. Welche das genau sind, werde ich euch jetzt auch noch kurz zeigen. Wenn ihr das soweit hier liegen habt, nehmt ihr das Tütchen mit den Schrauben und den Unterlegscheiben von dem Fentex-Lieferumfang, kippt euch die hier einfach irgendwo hin. Jetzt müssen wir natürlich erstmal
diese ganzen Unterlegscheiben verwenden. Wie gesagt, viel von den originalen Schrauben verwenden wir jetzt hier an dieser Stelle nicht mehr. Ihr müsst jetzt quasi auf jede dieser Flächen eine Scheibe hinlegen. Hört natürlich jetzt ein bisschen dauern. Wie gesagt, auch hier wieder drauf achten, nicht sofort brachial die Schraube reindrehen. Wirklich erstmal nur so, dass er merkt, okay, das Gewinde fasst die Schraube. Das reicht für den Anfang. Wie gesagt, festziehen könnt ihr danach vernünftig machen. Immer schön im Wechsel von Schraube zu Schraube. Sonst habt ihr hier auch natürlich wieder das Problem, dass ihr beim Chip dann verkanten könnt ein bisschen, beziehungsweise der Druck wird auch einfach zu sehr auf eine Seite des Chips gelagert und dann habt ihr halt einfach das Problem, dass es passieren kann, dass es da natürlich an der Stelle vielleicht was abbricht und das wollt ihr natürlich bei so einer teuren Grafikkarte mit Sicherheit vermeiden. Dementsprechend erstmal ganz bequem hier und da schon mal ein paar Schrauben festziehen. Bis das Gewinde, wie gesagt, fasst und dann ist das eigentlich ziemlich entspannt. Wenn die wichtigsten Schrauben schon mal festgedreht sind, in dem Fall sind es 5 Stück und nicht alle, die durfte ich jetzt wieder rausdrehen, weil ich natürlich den Gedankenfehler hatte, das Ganze ohne Backplate jetzt zu machen. Die muss natürlich jetzt mit drauf und man sieht halt hier schon, welche Schrauben dementsprechend nicht mit den Fantex-Schrauben von dem Wasserkühlblock montiert werden, sondern hier gibt es halt extra Schrauben. Die sind etwas länger, da braucht ihr aber auch genauso die Unterlegscheiben. Ich denke mal, das Einfachste ist, wenn ihr die Schrauben hier schon mal so weit reinlegt, damit die Unterlegscheibe da direkt dann mit drinne sitzt. Ich werde das hier mal ganz kurz vorbereiten. Und dann sind wir eigentlich auch schon fast fertig. Hier gibt es keine Wärmeleitpads, da werde ich jetzt gleich auf jeden Fall mal schauen, ob man eventuell die originalen von der Founders Edition Backplate verwenden kann. Bei der 1080 Ti haben wir das nämlich auch gemacht und das hat wunderbar funktioniert. Dementsprechend einfach mal testen, wie jetzt so die Abstände sind. Gucken, dass die ganzen Unterlegscheiben richtig liegen. Und dann sollte da eigentlich auch alles wunderbar klappen. So, genau, hier passt es noch nicht ganz, hier auch nicht, doch jetzt hier noch. So, und dann kann man das ganze Kühlkonstrukt mal hochheben und mal zwischengucken. Wie gesagt, da sieht man schon, dass kein Wärmeleitpad zwischen. Wenn ich mir so die Abstände angucke, werden die originalen Wärmeleitpads von der Nvidia Backplate aber auch nicht allzu viel nützen, weil die einfach viel zu dünn sind dafür. Dementsprechend lassen wir sie direkt weg und montieren jetzt hier den Kühler. Was hier so ein bisschen ein Problem ist mit der Backplate, sind die Schrauben, die damit bei sind. Das ist ein Imbus, Feinimbus, also relativ sehr, sehr, sehr klein. Ist leider nicht mit dem Lieferumfang enthalten. Ich habe jetzt auf die Schnelle auch nichts gefunden. Ich werde das jetzt einfach mal mit dem feinsten Kreuz vorne, was sehr, sehr spitz ist, ausprobieren. Ich habe gerade schon 2 Dinger mal angezogen, das geht. Wir müssen halt gucken, ob wir das fest genug bekommen. Wenn nicht, muss ich nochmal in der anderen Bastelkiste nachschauen, also irgendwo habe ich einen Imbus in der Größe,
aber eigentlich müsste das halt auch so funktionieren. Schauen wir einfach mal. Probieren wir es einfach. Und so, die Schrauben jetzt so provisorisch schon mal ein bisschen mit einem Kreuzschrauber festgemacht, auch wenn das nicht das richtige Werkzeug ist. Jetzt gleich noch ein bisschen die einzelnen Schrauben fester ziehen. Sie sind aber schon mal so weit drin, dass sie gezogen haben, also dass das Gewinde die Schraube etwas angepackt hat. Das werde ich jetzt hier gleich noch in Ruhe machen und wir sehen uns dann gleich mit dem Endergebnis nochmal wieder. So, wir sind jetzt mit der Montage fertig. Hat ja auch lange genug gedauert, denke ich mal. So sieht das Ganze dann aus. Wir haben hier die Backplate, hier das Fentex-Logo, was man dann halt auch sehen wird. Wasserkühlanschlüsse, da kommen jetzt gleich noch zwei Verschlussstopfen oben drauf. Die sind ja hier, wie gesagt, noch im Karton. So sieht das Ganze von vorne aus. Funktioniert eigentlich wunderbar. Sitzt wie angegossen drauf. Wie gesagt, die Schrauben sind ein bisschen problematisch gewesen, aber es ging. Ist jetzt auch alles fest, also man kann hier auch an der Backplate jetzt ziehen und wackeln. Auch ohne das passende Werkzeug hat das wunderbar geklappt. Schrauben haben nicht gelitten oder sowas. Funktioniert 1A. Wir sind an dieser Stelle mit dem Umbau der GeForce RTX 2080 Ti in der Founders Edition fertig. Wie gesagt, Wasserkühlblock ist drauf. Das Ganze wandert jetzt noch in das alte Projekt nochmal ein, um das Ganze noch zu testen. Müssen da jetzt nur noch gucken, die Position der Hardtubes wird wahrscheinlich nicht mehr passen. Das heißt, wir müssen da jetzt gleich noch kurz schauen, dass wir dort andere Fittinge kurz befestigen, um einfach Softtubing zu betreiben. Schlauch und Fittinge haben wir dafür extra parat liegen. Falls es nicht passen sollte, wovon ich jetzt eigentlich mal stark ausgehe, weil wenn man die 1080er einfach mal daneben hinlegt, dann sieht man das eigentlich relativ deutlich, dass das Ganze so einen guten Zentimeter nach dort rutscht. Ja, wie gesagt, ich hoffe, euch hat das Video gefallen zu dem Umbau der RTX 2080 Ti aus dem Hause Nvidia in der Founders Edition. Umgebaut auf Fentex Glacier G2080 Ti plus die passende Backplate aus dem Hause Fentex. Und seid auf jeden Fall gespannt, welches Video wir als nächstes für euch parat haben. Es geht auf jeden Fall jetzt richtig knackig weiter. Immer wieder neue tolle Videos. Und ja, ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Und wie gesagt, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da, wenn euch das Video gefallen hat. Und haut da rein.